Ich freue mich sehr, den neu gewählten griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras im Europäischen Parlament zu begrüßen. Jean-Claude Juncker, der Präsident der drei Institutionen, und ich selbst als Präsident des Europäischen Parlaments haben Kontakte mit ihm aufgenommen. Wir haben freundschaftliche und fruchtbringende Gespräche geführt. Wir waren schon in Athen zusammen. Der Ministerpräsident von Griechenland macht zurzeit eine Rundreise durch Europa, trifft mit den Regierungen zusammen, mit den europäischen Institutionen auch heute. Das ist ein Ministerpräsident, der für die europäische Zusammenarbeit eintritt, nicht für die Abtrennung Griechenlands. Und das ist ein starkes, gutes Signal. Ich kann das von ganzem Herzen unterstützen und bin sehr optimistisch nach unserem heutigen Zusammentreffen. Beide Seiten setzen sich dafür ein, mehr Verständnis zu erreichen, die Länder der Eurogruppe, die Europäische Union als Ganze und die neue griechische Regierung auf der Grundlage des Programms, das die EU für die nächsten Jahre hat. Und es gibt ja auch ein Mandat, das wohl Kompromisse nötig werden lassen muss. Und der Ministerpräsident wird sich dafür einsetzen. Und der Dialog ist dabei die Grundlage für einen Kompromiss, für Kompromisse und für konstruktive Lösungen. Ich möchte noch einmal wiederholen, was wir letzte Woche schon vereinbart hatten und heute noch so abgemacht haben. Die einfachen Bürger in Griechenland haben die Rechnung zahlen müssen in den letzten Jahren. Und nun ist es an der Zeit, dass diejenigen, die Geld haben oder die ihr Geld aus dem Land geschafft hatten während der letzten Jahre, einen Beitrag leisten zur Lösung der heutigen Probleme. Und die Regierung bewegt sich ja in diese Richtung und kann dabei zu 100% auf die Unterstützung des Europäischen Parlaments und wohl auch der europäischen Institutionen als solchen rechnen. Der griechische Ministerpräsident ist also wirklich willkommen im Europäischen Parlament, nicht nur heute, Herr Ministerpräsident, sondern wann auch immer, bei einem Dialog mit unserer Einrichtung. Ein schwieriger Weg, wir haben noch nicht die Lösung, die wir alle brauchen, aber der Ministerpräsident ist unterwegs, er ist auf Reisen, bemüht sich um Zusammenarbeit, nicht um Abtrennung, das ist der richtige Weg. Ja, vielen Dank, Martin. Ich freue mich sehr, dass ich hier im Europäischen Parlament sein darf, in einer Institution des Dialogs und der Zusammenarbeit. Ich bin gerne bereit, mit Martin diese Gespräche zu führen. Wir haben ja früher auch schon Kontakte gehabt, bevor ich Ministerpräsident wurde. Wir werden uns nach besten Kräften bemühen, eine gemeinsame, tragfähige und für beide Seiten akzeptable Lösung für unsere gemeinsame Zukunft zu finden. Ich weiß sehr wohl, dass die Geschichte der Europäischen Union eine Geschichte der Meinungsverschiedenheiten gewesen ist. Aber unter dem Strich kam es immer wieder zu Kompromissen und zu Vereinbarungen. Und wir sind bereit, in dieser Richtung mitzuarbeiten. Wir wollen etwas dafür tun, eine für beide Seiten akzeptable Vereinbarung zu finden, einen Kompromiss für unsere gemeinsame Zukunft. Wir sind bereit, zu beraten mit anderen. Wir haben unsere eigenen Ziele. Die sehen so aus, dass wir die Volkssouveränität in Griechenland gewahrt sehen wollen, das Mandat, das unser Volk uns gegeben hat. Und gleichzeitig wollen wir aber auch die Regeln der Europäischen Union einhalten. Wir wollen den Rahmen korrigieren, nicht den Rahmen zerschlagen. Und in diesem bestehenden Rahmen können wir, glauben wir, eine gemeinsame, tragfähige Lösung für unsere Völker finden, für unsere gemeinsamen Perspektiven. Ich bin sehr optimistisch nach diesen Gesprächen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Natürlich haben wir noch keine wirkliche Vereinbarung schließen können, aber es geht in die richtige Richtung voran zu einer tragfähigen Regelung.